Wir laufen an ihnen vorbei. Der eine fühlt sich bedrängt, der andere beschämt. Wieder andere werfen ein paar Cent in einen Becher für Menschen, die betteln. Wir sehen sie manchmal jeden Tag. Das war's. Heute wollen wir einen Mann zu Wort kommen lassen, der täglich in Hamburg auf der Straße sitzt und hofft, dass am Ende des Tages das Geld irgendwie reicht. Wie nimmt er uns wahr? Was erlebt er? Gedanken eines Bettlers. The rich people, no. They don't look at you. Leute mit viel Geld schauen mich nicht an. Sie sehen uns Arme nicht, fragen nicht, warum bist du hier auf der Straße? Warum bist du hier in diesem Land? Why are you here in this country? Because here I could live. Kann ich überleben? Yeah, I could live. To lose your life like this. Wenn einem das Leben so entgleitet, das fühlt sich nicht gut an. Einige Leute spucken mich an. Das ist nicht gerade angenehm. Aber es passiert. Einem Bettler kann alles Mögliche passieren. Your legend never will be full. Your legend always will. How much value? Was ist ein Leben wie meines wert, wenn Schuhe so teuer sind? Shoes are so expensive. Ein Bettler muss immer auf die Straße, egal ob kalt oder warm. He must come to stay on the street. So, das ist mein Schloss. Come on. I want to show you something. Ich möchte dir etwas zeigen. Was ist das? Das hier ist von der staatlichen Theaterschule. You see? Und wovon ist das Diplom? Of theater. Theater. I finished. Ich habe das studiert und abgeschlossen. Schau mal. I look good, eh? Ich sehe gut aus, oder? The girls. Die Mädchen umschwärmten mich. I'm not a stupid man. Ich bin nicht dumm. My God. When you put. Wenn man sich selbst fragt, was kann ich mit meinem Leben noch anfangen? What you could make your life. And you don't find the answer. Und man findet keine Antwort. Das ist tragisch. It's a tragedy. Ich bin sehr traurig, denn in zwei Tagen muss ich nach Hause. Heute schaue ich auf diesen Ort wie ein alter Mann, der alles in seinem Leben verliert.
Wenn ich nach Hause komme, werde ich Blumen kaufen, sie in die Kirche bringen und dort für die Menschen aus Hamburg beten. Übrigens, Michail Prefax sitzt mittlerweile nicht mehr am Jungfernstieg. Er ist gerade auf dem Weg zurück nach Rumänien. Wir sind eins. ARD.